Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal und zwar mit Mir, Kevin. Und zwar Resident Evil 6. Genau. Machen wir direkt mal hier das Intro. Bevor wir zusammenspielen können, das muss ich alleine machen. Oh, das geht nicht lang. Nö. Gut. Klar. Sagt ihr, ich spreche jetzt auch nochmal mit dem Level 6. Taste drücken. Aha. Okay, Helligkeit anpassen. Ich mache mal die Helligkeit auf Maximum für euch. Auf YouTube wird es ja dunkler sein. Das ist nicht so schön. Oh Mann. Und du bist noch im Intro? Ja. Und regst dich über Steuerung auf? Ja, die ist nämlich schon komplett anders als beim 5. Zu unserer Verteidigung muss man sagen, wir haben vor ein paar Minuten noch Teil 5 beendet, die DLCs. Und jetzt bin ich leise. Bumm. Da gibt es erstmal eine große Explosion. Trollpunkt. Das heißt, wir dürfen jetzt, glaube ich, spielen. Da wird auf jeden Fall geschossen. Egal ob Mensch, egal ob Zombie. Was ich sagen kann, ich weiß nicht, in welcher Zeit er spielt. Ich glaube, vor Teil 5. Bin mir aber nicht mehr sicher. Können uns jetzt umsehen. Okay, Button smashen. Machen wir direkt mal. Ich muss zugeben, ich bin gerade ein Stückchen weiter. Ja, er hat auch früher angefangen als wir. Damit wir nicht auf ihn warten müssen nachher. Wir spielen Leon S. Kennedy, den Hauptcharakter aus Teil 2 und 4. Wer waren denn 3? Weiß ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, Teil 3 nie gespielt. Wirklich. Nur 1, 2, 4, 5 und 6. Wird noch nicht mal gezeigt, wenn man nachlädt. Ist noch nicht vorbei. Ja, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ach, wir können gar nicht ins Optionsmenü. Deutsche Synchro, das ist schon mal schön, aber ich wollte noch Untertitel einstellen. So, das machen wir dann später, wenn es geht. Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. So leicht kommen Sie nicht. Kevin darf. Na los. Ja. Ich glaube, Kevin darf dann gleich Helena spielen. Ah, ich komme mit der Steuerung. Ja, dieser Tasse. Ah, also ich finde es ja gerade nicht schlimm. Jetzt wird nicht auf. Nee, aber es ist ungewohnt. Ich weiß halt nicht, wie ich nachlade. Weiß auch nicht. Aber ich habe noch keine Waffe, also. Also ich habe schon eine, aber. Bisher muss ich nur rumlaufen und irgendwelche Tasten drücken. Ja, das ändert sich gleich. Ups, da habe ich direkt mal versagt, weil ich nicht drauf geachtet habe, dass man da auf einer Zeige warten muss. Und dann hätten wir auch die Tür hier auf. Jetzt hab ich schon weggemacht.
Gut, wir werden von einem Helikopter verfolgt, wie es aussieht. Ich hoffe, der lässt uns jetzt mal in Ruhe. Wir haben es fast geschafft. Mal wieder Tomatenketchup überall. Noch hat gestorben. Schön, ne? Nee, ich bin nicht gestorben. Da haben wir ein Maschinengewehr. Das wir aber nicht einsammeln, anscheinend. Okay, läuft bei ihm. Warum tust du das, Leon? Warum gehst du an dieser Waffe vorbei? Also vorprogrammiert ist. Macht wohl Sinn. Machen wir eine Pause. Komm, setz dich, Helena. Ruh dich aus. Laufen! Hier drin muss irgendwo ein erster Hilfekasten sein. Gut, wie zielen wir? Weißt du, wie man zielt? Ja, mit L2. Okay, kann ich gerade nicht. Mit R2 schießt man. Das macht Sinn. Schrecklich gute Sonne. Das Schießsystem ist halt ein bisschen besser. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wie man nachlädt. Schade, dass ich hier keine Untertitel habe. Oh, ja, doch, kann ich hier. Kann ich machen. Gut. Ändern Sie die Bildschirmeinstellungen. Ändern Sie die Audioeinstellungen. Lautstärke. Sprachchat direkt mal auf 0. Machen wir den Sprachchat bei dir bitte auf 0. Bei mir. Oder nee, brauchst du nicht. Spielanstellungen. Untertitel, genau. Nee, die werden ruhig eingeblendet. Quicktime ist schon mal gut gemacht. Man hat mehr Zeit. Okay, ich glaube, das war's für die Einstellung erstmal. Hauptsache, er hat Untertitel, dass, wenn wir dazwischen reden, ihr noch was lesen könnt. Falls ihr das nicht versteht. Aha, wir sind also in Japan. Und warum sind hier japanische Schriftzeichen, was das sind? Genau, muss ich dann machen. Im Auto war auf jeden Fall was, ne? Auf jeden Fall ist die Steuerung schöner. Ja. Einiges. Ach, einfach. Oh. Um uns das Kraut. Mit Kräutern kennen wir uns ja aus, Leon, mittlerweile. Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht Helena. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Sauber eingepackt. Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Ja, Gegenstandslots mit Dreieck, okay. Kombinieren. Okay, das Menü sieht ein bisschen anders aus. Ja. Tabletten. Ein Tablettenbehältnis platzieren muss man das mittlerweile, okay. Durchhalten, Helena. R1. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Ah, cool. Unser erster Zombie. Erstmal den Kopf abschießen. Oh, nur 3 Schuss? Ich hab's lieber geschafft, den Kopf abzuschießen. Nee, er hat nur 3 Schuss. Ich hab den 3-mal im Kopf geschossen. Ich nicht. Ich hab ihn gemessert. Ich hab ihn auch gemessert jetzt. Na, das ist vorbestimmt. Ja. Hm, schön. Weil die Grafik kommt mir sehr ähnlich vor wie von, Man muss ständig auf Uncharted und so. Daher geht es einigermaßen. Grafik oder die Steuerung? Steuerung. Naja, außer dass du, wenn du überall drüber rennen willst, einfach nur X drücken musst.
gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Gut, dann kommen wir mit. Ich habe das Feld also nicht. Auf den PDA geschickt. Nee, ich warte noch. Ich bin... Ja, wir können auch mittlerweile gehen, während wir zielen. Ja, das ist super, das ist deswegen. Ich glaube, ich habe das Intro gerade fertig. Der Lines können wir uns anzeigen lassen, wo es lang geht, okay. Störung so ein bisschen überempfindlich gefühlt. Ja, besser als bei 5. Ja. Ich weiß schon, was die Gegner sind. Zählt immer das Spiel mit einem NPC, aber das ist nur in dem Intro so. Und diesmal sind es, glaube ich, komplett normale Zombies. Diese Uroboros zumindest noch nicht. Ja, ja, es hat aber auf jeden Fall was mit einem Tier zu tun. Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Okay, gehen wir mal durch diese Autos mit den ganzen Zombies. Kann ich Nahkampfangriffe machen? Das weiß ich nicht. Okay, mit R1 laden wir nach. Ja, danke. Gut für den Tipp. Ich warte jetzt im Szenario-Auswahl, ne? Naja. Ich muss nur gucken, wie ich Nahkampf machen kann. Ich will meine Munition nicht verschwenden. Weil, habe ich nicht leider nicht hinbekommen. Also nicht mitbekommen. Ah, ich weiß wie. Wie? Mit dem, wie heißt es schön? Echt Analogstick, nicht Analogstick? Mit der, Kreuz, also... Nach links und rechts, da kann man die Waffen ausdrehen. Ja, das weiß ich. Das Messer nehmen. Recht. Dann kannst du mit R2 zutreten. Oh, cool. Gut zu wissen. Kann ich mal testen dann. Aber kriegst dann gut Schaden rein, ne? Hm? Kriegst dann aber gut Schaden rein, ne? Ne. Ja, die Quick damit ist auf jeden Fall besser gemacht. Also man hat ein bisschen mehr Zeit als wieder bei Teil 5. Richtig. Komm, hau das weg, ich will da durch. Wo bist du denn? Ein bisschen hektischer jetzt. Oh, jetzt. Falsche Waffe. Oh, ich bin fast tot. Ich habe noch einen HP. Ich bin gestorben. Bist du gestorben? Einmal, ja. Ich weiß nicht, wo bist du denn? Bei den ganz vielen Autos. Bei dem Flugzeug. Ja, danach, also wenn du laufen musst. Da bin ich schon gestorben, weil ich wusste nicht genau, was ich da drücken muss. Da steht zwar da unten, aber ich habe halt die falsche Taste gedrückt. Ah, okay. Wo bist du? L und X, was ist denn L? L ist der linke Analogstick. Ach so, okay, gut. Und ich habe hinten L2 gedrückt. Und wundere mich, warum der nicht läuft. Gut, ich habe es gerade geschafft. Ja, ich renne ja schon. Ballert weiter auf sie. Gibt euer Leben für uns. Oh. Geh mal weg von mir, du Zombie. Und Rollpunkt. Wir sind im Heli. Ja. Ja, ein Kumpel ist mit dem Quicktime ist, dass man in gewissen Momenten erst drücken muss, ne? Mhm. Ab und zu muss man ganz oft drauf drücken, ab und zu mal nur. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Genau. Okay, höher. Hallo Zombie. Ein Zombie? Oh, daneben geschossen. Das habe ich 5-6 Mal. Okay, getroffen. Lass sie in Ruhe. Werf noch mal. Oh, dreh.
Gut. Ja, das ist auch schon sehr actiongeladen, Leute. Was ist nur das Intro, ne? Mhm. Das war cool, weil sie selber spielt. Aber soweit ich weiß, nur ein Teil aus dem ersten Kapitel. Oh oh. Und es geht runter. Ich hab's gerade gehört bei dir. Das Mikrofon. Oh, das ist nicht gut. Was? Dann bin ich sehr laut. Muss ich das gleich leiser machen? Oh. Bei mir ist alles okay. Aber ich brauche mal was zum Heilen hier. Normal bist du bis gleich schon durch. Lass mal die Pistole hier auswählen. Heilen brauchst du nicht. Ich glaube, das ist die Szene mit dem Dinosaurier. Ja, ich glaube, hier ist schon mal die Vorschau, was da hier kommen wird. Ich gehe davon aus, dass du dann das Ganze nochmal spielen musst, ne? Ja, das kommt später, aber mehr verrate ich nicht. Ich kenne aber auch nur das erste Kapitel, Leute. Ja, da ist der Dino. Noch nicht genug? Ja, das war das Intro. Spielen wir zusammen das Kapitel. Mhm. Aber erstmal habt ihr hier dieses schöne Giraffen-Penis-Ding. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Genau. Ja, was ich mittlerweile glaube, kann ich euch jetzt sagen. Ja. Dass mir das ganze Ding vorkommt, als wären die Zombies ein bisschen mit Spinnen infiziert. Da ist ja so aufgemacht sogar. Ja, wir können hier alle vier Szenarien auswählen. Was machen wir als erstes? Damit Leon. Wir gehen von oben nach unten. Okay. Ich lade dich dann ein. Schwierigkeitsgrad. Ungeteilt. Bildschirm. Du musst das nicht machen, ich mach das, ne? Okay. Geh zurück, ich muss dich einladen. Welchen Schwierigkeitsgrad? Normal. Okay. Voll normal, ey. Ich spiele Leon. Oder willst du Leon spielen? Das ist mir egal. Dafür spiele ich im nächsten dann einfach Chris. Gut, dann spiele ich Leon. Netzwerkauswahl. Online, ja. Koop-Einstellung. Privat. Regionaleinstellung. Ja. Spezielle Einstellung. Was für Einstellung? Hardcore-Zocker. Achso, ne, wir machen ja eh privat. Hardcore-Zocker. Ne, Spaßliebhaber sind wir. Friendly Fire, nein. Unbegrenzt Munition, nein. Friendly Fire heißt, dass wir uns gegenseitig treffen können. Genau. Lass ich mal aus. Ich will dich nicht angreifen, was wir sehen. Ja, wer? Unendlich Munition, aber auch nicht. Ne, das will ich nicht haben. Also wenn, sollen wir schon richtig, Knappheit haben. Genau. Wir beginnen. Ja, die Spielesitzung wird erstellt. Gut, einladen. Ja, gut, dann möchte ich nicht den Bubi einladen. Die Bampe. Eine Einladung. Genau. Übrigens müsste das ja mittlerweile der zweite Part sein. Echt? Weil, ja, der erste Part wird das Intro sein. Achso, ja. Das ging ja 17 Minuten. Dann sieht man ja nur dich. Ja, und dein Gelaber zwischendrin. Wahnsinn, ne? Hätte eigentlich die Schnauze halten müssen, ne? Ach. Okay. 29. Juni 2013. Ja, das spielt danach auf jeden Fall. Nach Teil 5.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Phoebe war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hat da eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon.